Und damit einen wunderschönen guten Tag hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Ronny und heute mal wieder, wo ist denn das Software-Update? Ja, das sogenannte Sommer-Update. Es wurde nämlich, so wie es für mich aussieht, wieder zurückgezogen. Denn die 2024-26-3.1 wurde einigen Leuten letzte Woche angeboten. Die haben es dann auch schnellstmöglich installiert und danach ist es in einigen Fahrzeugen wieder verschwunden. Das ist wieder ein Indikator dafür, dass wohl irgendwas nicht stimmt mit diesem Sommer-Update. Ja, warten wir mal ab, was da jetzt passiert, denn ich kann mir vorstellen, dass da irgendwo ein Bug wieder gemeldet wurde, dem vorher keiner so aufgefallen ist. Und jetzt ist dieser Bug wahrscheinlich überall bekannt. Und jetzt muss man halt gucken, ja, wie kommt man da am besten aus der Zwickmühle raus. Ich habe keine Ahnung, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wen das alles betroffen hat, also wer ebenfalls die 26.3.1 angeboten bekommen hat und dann sie wieder geklaut bekommen hat. Das hat nämlich einige betroffen, so wie ich das gehört habe. Es gab auch einige, die hatten den orangenen Pfeil, den kennt man ja. Wenn das Fahrzeug nicht im WLAN steht, dann bekommst du das natürlich auch nicht auf der App angezeigt, sondern nur im Fahrzeug über diesen orangenen Pfeil, wo dann steht, bitte Fahrzeug ins WLAN bringen und dann kannst du das Ganze installieren. Ist wahrscheinlich so bei einigen passiert. Ne? Jetzt ist halt die Frage, woran hat der Delay hin? Ne? Gibt es ja diesen tollen Spruch. Ja, ich habe aktuell keine Infos darüber. Ich habe nur bei Tesla viel bei dem Software-Tracker gesehen, also die quasi das tracken lassen. Da sind natürlich nicht alle drin oder alle Tesla-Fahrzeuge. Ich erkläre das immer nur wieder dabei. Jeder, der meine Videos alle geschaut hat, der wird es auf jeden Fall wissen, dass nicht alle Fahrzeuge dort hinterlegt sind. Das heißt also, wenn ein Fahrzeug das tracken lässt, dann taucht es in dieser Liste auf, also in dieser Grafik. Ich blende dir die hier natürlich wieder ein, wo du schön sehen kannst, wo die zwei Wellen von der 26.3.1 sichtbar waren. Ja, und jetzt ist es verschwunden. Schauen wir mal, warum, weswegen, weshalb. Wir werden es bestimmt spätestens dann sehen, wenn es eine neue Revision gibt, also eine neue Firmware. Kommen wir zum nächsten Thema und da geht es mal wieder um Giga Berlin, denn Heise hatte, ich bin mir jetzt nicht 100%, ich habe es jetzt nicht hier vor mir, Heise hat getitelt, Tesla legt Ausbau in Giga Berlin auf Eis. Das hört sich für mich so an, als wenn sie den Ausbau der gesamten Giga Berlin auf Eis legen, was so nicht korrekt ist. Weil ich habe mir den Artikel natürlich wieder durchgelesen. Da drinnen findet man dann zwar so Absätze, wie zum Beispiel, dass die auf Eis gelegt wurde, weil Veränderungen vorgenommen wurden oder weil ein Brandanschlag den Werksverlauf auf Eis gelegt haben. Also da stand nichts davon drinne, dass sie die Erweiterung, die sie vorhaben, auf Eis gelegt haben. Ja, da stehen dann zwar so Sachen noch drin, wie es sind einige Mitarbeiter kurzfristig entlassen worden, da es sogenannte Leiharbeiter waren, die man halt kurzfristig halt abmelden kann. Und das war ein Punkt, den man da auch getätigt hatte. Das ist völlig normal. Ja. Das ist nur bei Tesla wird wieder da überextrem drüber, ich sag jetzt mal, berichtet. Ich kenne das zum Beispiel aus meiner Zeit, wo ich selbst für Leihfirmen tätig war. Und da kannst du halt von heute auf morgen, kannst du halt gesagt bekommen, ja, du brauchst nicht mehr kommen. Ja, weil die Firma dich nicht mehr braucht oder so. Das ist völlig normal. Das ist überhaupt nichts Dramatisches. Das ist völlig normal. Und ich denke mal, heute, in der heutigen Zeit, ist das noch viel, viel, viel normaler. Und das war bei mir damals 2009, 2010, als ich bei einer Firma gearbeitet hatte, die insolvent ging. Und da habe ich dann halt kurzfristig natürlich einen Job gebraucht, weil die Rechnungen laufen weiter. Und ja, daher kenne ich das zu gut. Auf jeden Fall, diese Punkte stören mich immer da, dass bei der deutschen Presse immer so getitelt wird, ja, hier, da läuft wieder
Es steht nichts da drin. Ja, da stehen zwar so Sachen, dass die Skalierung oder dass auch andere Sachen hoch oder runter skaliert werden können. Das ist aber völlig normal. Das ist halt Tesla-like, ja. Das ist halt völlig normal. Denn es heißt ja nicht umsonst, dass Tesla, hoch und runter skalieren kann, wenn die heute weniger, Fahrzeuge verkaufen, dann können die das sofort in den Gigafactories skalieren. Dann können die das dementsprechend direkt anpassen. Ich verstehe nicht, dass da immer direkt so ein Fass drüber gemacht wird. Wie gesagt, der Text an sich gibt nichts, also gibt keinen Aufschluss darüber, dass es wirklich so ist, dass der Gesamtausbau auf Eis gelegt wird. Da steht zum Beispiel nur eine Sache drin, dass für die Erweiterung des Bahnterminals, also für die Bahn, soll da was erweitert werden. Und da muss Wald gerodet werden, was aber dem Land gehört, also dem Land Brandenburg. Und da muss man halt, das ist völlig normal in Deutschland, ja, das ist halt, das dauert, ja. Das ist halt wieder alles Bürokratie, da wird halt jeder jetzt gefragt, jeder muss da ran und dann wird halt, nicht eine Mail geschickt oder so, sondern da wird dann ein Fax geschickt in Deutschland. Ja, ich muss da leider drüber lachen, weil das ist halt alles andere als witzig, das weiß ich, aber ihr wisst, wie ich es meine. Ne? Ja, das hat mich so ein bisschen geärgert, als ich das gesehen habe. Und ja, ich bin ja solche, wie sagt man immer so schön, solche Texte bin ich ja mittlerweile gewohnt, dass du eigentlich keine anständigen Sachen mehr zu lesen bekommst, das irgendwie korrekt ist. Deswegen, ich bin mal gespannt, ob wir da in Zukunft Licht ins Dunkle bringen können. Mich persönlich ärgert das immer, wenn sowas gemacht wird, dass dann halt, wie gesagt, ich drehe mich jetzt im Kreis, dass es mich ärgert, habe ich ja schon mehrfach gesagt. Wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ist mit 2631 und vor allem, was ist mit Tesla Berlin los? Sagt mal eure Meinung dazu, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein mit meinem Montags-Laber-Video. Schaut, wie gesagt, gerne bei meinem Partner Schopfer Tesla vorbei, wenn du Zubehör für deinen Tesla oder auch für dein Elektroauto suchst, denn da gibt es auch Shop for EV. Da könnt ihr ebenfalls meinen Gutscheincode Ronny verwenden mit 5% Rabatt. Seid ihr dann dabei. Nutzen immer noch sehr viele. Darüber freue ich mich immer sehr. Das ist halt für mich ist es halt mal super. Da kann ich auch mal andere Sachen planen, die zum Beispiel auch mal Geld kosten, weil das kann ich dann von solchen Einnahmen nutzen. Und das war es auch schon wieder mit meinem Montagsvideo. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, wenn du hier rund um das Thema Tesla nichts mehr verpassen willst. Und jetzt bleibt mir nur wieder eins zu sagen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, morgen, Mittag oder Abend. Oder wenn du jetzt ins Bett gehst, eine angenehme Nacht. Euer Ronny ist raus. Cheers.